Da ist er. 600 Leben noch und das war's. Schlüssel 800. Hat er noch einmal die schwarze Welle losgelassen? Okay, wie viele Wellen sind das? 8 sind das immer, okay. So, ladies and gentlemen. Herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. It's very interesting. Ich möchte mal das Ganze auf schwer spielen. Ich weiß, ich möchte einfach mal sehen, ob das irgendjemand auf schwer spielt. Ist halt zum Farmen von den Schlüsseln eigentlich ganz witzig. Also, wo kommen die jetzt denn auf einmal alle her? Na, die haben mich jetzt da ein bisschen. Ja, du musst halt schießen, ne? Immer schießen, schießen, Schaden verursachen. Okay, da gibt's noch einen. Was ist das? Schnelligkeit oder Unverwundbarkeit? Ein Molotow, okay. Da gibt's Kästen. Hier, gleich Belohnungen. Also Kürbis. Kürbiseimer, so muss man sagen. Okay. Das ist schon immer in Bewegung hier. Immer in Bewegung. Erfahrungspunkte sammeln, aufsteigen, Macht erlangen. So, ich gehe jetzt mal auf schwer. Mal gucken, was passiert. Mal schauen, wie viel da drauf sind. Oh, gar keiner. Okay. Wir können es uns jetzt leisten, weil den Boss verpasst man nicht. Der Schlüssel haben wir ja genug, ne? 27, da können wir jetzt ja fast schon wieder hier legendären Schlüssel holen. Oha! Plasma Aura, Astral Aura, okay. So, jetzt wird es halt schwerer. Oh Gott. Okay, das sind einige hier. Die spielen alle auf schwer? Echt jetzt? Okay. Naja, die Map macht mir jetzt nicht so Spaß. Das ist halt die Alien-Map. Ich muss mal ein bisschen leiser machen. Sonst, rastet mir hier das Publikum aus, wenn es zu laut ist. Ja, schön gemacht! Warte mal, ich schieß so ein bisschen. Gibt's jetzt da irgendwie mehr Punkte oder was? Wo sind die anderen so stark? Jetzt bin ich derjenige mit dem höchsten Level. Das heißt, ich bin ja sowieso derjenige mit dem geringsten. Also, was 1300 Level ist ja gar nichts. Ist ja gar nichts. Nichts ist das. Deswegen, wenn die alle schwächer sind wie ich, mein Gott, und wie? Da ist jemand mit Level 86, 65 drin auf schwer. Also, das habe ich früher immer als sehr schwierig empfunden, gerade starke. Da kommt tatsächlich einer. Was kann man denn da eins? Ach so, das waren die Knochen von dem oder was? Okay, wo ist der Boss? Da war doch gerade ein Boss, oder? Ja, hier steht Alien-Anführer. Oh, da ist so Attacke! Hat eine schöne Aura hat der. Was bedeutet das? Das ist eine Energieaura, eine Giftaura, eine Hitzeaura, eine Dampfaura. Eine Aura der Intelligenz, eine Aura der Wut. Ui, das schaut ja richtig cool aus. Aha. Ah, das ist sehr schön, schaut das aus. Eine macht er noch. Und das war's. 5400, ja, da kann man schneller leveln. Oh, der Hund ist neu, den kenne ich nicht. Oder er ist alt. Warum habe ich den nicht? Da steht schon wieder eine rum. Ist das ein... Sind es Bots? Ist halt sehr dunkel hier, ne? Gehen wir mal hier weiter.
Das habe ich schon mal erkundet hier. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Mein Name ist Nils. Und wir spielen ein bisschen. Ey, ich kann da durchlaufen. Gut gemacht. Ich muss mich erst wieder an die Map gewöhnen. Okay. Naja. Die hat schon was. Und wieder wenden. Ah, Nils, nicht so weit rauszoomen. Sehr gut. Guti, guti. Nimm's mit. So. Wir sind jetzt auf Level 13. Näher kommen die 1400. Kriegen wir nur zusammen. Ah, da hat einer Probleme, ne? Da hat einer richtig Probleme. Okay. Ich möchte ihm noch ein wenig helfen. Ich werde ihn von hinten angreifen. Hier, so ist besser. Jetzt haben sie ihn umgebracht, oder was? Nee, oder? Ja. Wenn der bloß eine kleine normale Waffe hat, dann ist aus die Maus, ne? Granaten gibt es so gut wie keine, ne? Noch nicht mal einen Stufenaufstieg. Aha. Geh woanders hin, geh woanders hin. Hüpf! Jawohl. Oh, so viele. Jetzt geh mal raus hier. Weil das überlebst du auf Dauer nicht. Und geh mal dahinter. Ich habe leider keine Granate, nix. Tatsächlich, die haben mich jetzt besiegt? Das ist ja ein Ding. Okay, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Mein Name ist Nils. Die Frage ist natürlich, ob sich das überhaupt lohnt, da auf schwer reinzugehen, wenn man dann sowieso gleich besiegt wird. Weil die Zeit, wo du ja nicht... Ach, das ist der Spawnpunkt hier. Jetzt verstehe ich. Kann ich ja nicht leveln in der Zeit. Das heißt, es ist in der Zeit, wo ich tot bin, kann ich nicht leveln. Also ist es vielleicht sogar besser, auf einfach zu spielen. Du bist weniger tot und kannst mehr leveln. 34 EPs gibt es da. Okay. Ruhig stehen kannst du da auch nicht, ne? Granaten gibt es so gut wie keine, ne? Oh, der Alien! Oh, das hat sich so angeschlichen.